Okay. Warum hat sie eigentlich die Frisur von Geralt? Ich frag nur. Vielleicht ist sie ein Witcher-Fan. Ich meine, sie hat auch schon. Sie hat auch quasi ein Schwert. Jetzt hat sie auch zwei Waffen: eins gegen Monster und eins gegen Menschen. Oder so. Sie ist quasi Geralt. Ellie of Washington oder Seattle oder Boston. Boston. Ellie of Boston. Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Dachte, vielleicht kann man da durch. Hier könnte man rein. Schauen wir da mal. Also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Kommen wir von da? Nein. Wahrscheinlich, oder? Ich dachte, wir sind von da halt irgendwo die Augen nach gekommen. Patrouillen offen. Ach so. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Kann sein. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus. Und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint ihnen alles egal zu sein. Die haben wirklich angefangen. Ich meine, die haben da eine Sprengladung platziert, haben unser Pferd getötet und so weiter. Das stimmt schon. Das war nicht sehr nett. Kein schöner erster Kontakt von denen. Aber hätten wir sie nicht trotzdem umgebracht? Sind wir nicht hier, um die umzubringen, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Auch wenn die uns freundlich begrüßt hätten? Ich sage ja nur, Ellie, ich frage ja nur. Man redet sich eine Menge ein, um Morde zu rechtfertigen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch wirklich in Wirklichkeit so, wenn man so Verbrechen-Podcasts hört, so Verbrechergeschichten hört, dann merkt man immer wieder, dass sich so Mörder wirklich sehr oft bizarre Konstrukte zurechtlegen, damit sie vor sich selbst diese Morde rechtfertigen können. Das dann auch wirklich glauben. Bereit. Frisches Blut hier drin. Wahrscheinlich irgendein Infizierter, nehme ich an. Das da? Hinter dir, hinter dir! Oh. Das ist cool. Hast du ihn? Dass sie gesagt hat, hinter mir. Das ist echt coole Begleiter-KI auch. Meins auch. Ich meine, ich habe viel zu langsam reagiert, weil meine KI ist halt nicht so gut wie die von dir. Aber trotzdem cool eigentlich. Finde ich schon gut. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf der Patrouille betrunken. Das war so eine beschissener Posten. Keine Infizierten, keine Scars. Die hinterste Pampa. Scars? Eine neue Fraktion vielleicht oder so? Irgendwelche Raider? Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps, also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir torkelten gerade durch den Lebensmittelladen, als uns diese Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass er mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten. Sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Chevy.
Was ist denn das? Warum werden Menschen zu diesen Monstern und warum gibt es nicht so viele? Das ist eine Pilzinfektion. Einfach nur. Das ist ein, wie diese Pilze, die diese Ameisen und diese Spinnentiere kontrollieren. Das ist bei The Last of Us ein Pilz, der quasi Menschen kontrolliert. Und eigentlich sind die vor allem in feuchten und dunklen Gebieten, wo sich der Pilz wohlfühlt. Und der Pilz bringt seine Wirte auch um nach einer gewissen Zeit. Die meisten sterben einfach an natürlichen Prozessen an möglichst dunklen Orten. Und, ah, cool, meine andere Waffe ist fast kaputt. Und werden da quasi zum Nährboden für den Pilz, der sich dann ausbilden kann und super viel Sporen verteilt. Aber manche von denen leben ziemlich lange. Die können doch ziemlich lang leben, über Jahrzehnte hinweg teilweise. Aber der war ja jetzt ganz frisch. Und die Klicker sind quasi schon ziemlich weit fortgeschritten. Viele sterben schon von ganz alleine lange, bevor die überhaupt zu Klickern werden. Ganz ohne Fremdeinwirkung quasi. Bei Klicker ist der Kopf schon komplett zugewuchert mit dem Pilz, der am Anfang nur im Gehirn ist und so. Und wenn man gebissen wird, dann wird man quasi mit den Sporen infiziert. Oder wenn man eben in so dunklen, nassen Orten ist, wo der Pilz wuchert, kann man sich auch durchs Einatmen von Pilzen infizieren. Deswegen haben auch immer alle Gasmasken dabei. Ist nicht durch den Biss oder eine Wunde oder so. Naja, genau, nur... Also durch Biss kann man schon auch mit Sporen infiziert werden, doch. Aber oft wird man dann... stirbt man halt auch einfach. Etwas beschäftigt mich. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht... Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Das würde mich auch interessieren, warum. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Da ist ein Container, den könnte ich irgendwo hinschieben, aber ich wüsste gar nicht, wohin, ehrlich gesagt. Ja, hier sind einfach Treppen für die oberen Etagen. Nein, das Gebäude könnte man... Hier auch. Ja, okay, das können wir uns mal anschauen. Was hast du damit vor? Steckt fest. Ach so. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Okay. Bin ich mir aber nicht sicher, ob es hier vielleicht wirklich weitergeht. Jetzt würde mich interessieren, wo es wirklich, wo der richtige Weg ist. Ich habe nämlich Angst, dass hier der richtige Weg ist. Ah, ich bin gleich zurück. Dann ist das hier optional. Das ist gut. Dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Ich habe ein bisschen Angst, allein hier zu sein. Andererseits habe ich einen spitzigen Baseballschläger. Damit kann ich dir nur sogar Klicker verhauen, wenn es sein muss.
Das nach Sachen greifen und aufsammeln ist auch noch mal ein bisschen verfeinert worden im Vergleich zum ersten Teil. Fand ich da aber schon cool und auch ein bisschen lustig. Ach, verdammt. Wenn der Joel immer vor irgendwelchen offenen Schränken steht und piu, 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 piu macht. Fand ich immer toll. So, was haben wir denn hier? Rauls Friedenangebot. Whiff. Wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, es ging allen auf... Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du es mir sagen. Mein Sohn und du, ihr beide liegt mir... dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in dieser Stadt das Sagen haben. Da ist wieder irgendein permanentes Upgrade oder irgendwas. Verdammt, was ist das? Eine Mausefallenbombe. Sprengfalle explodiert, wenn Gegner sich nähert. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Cool, neue Bombe. Neues Rezept auch gleichzeitig wahrscheinlich, ne? Genau, cool. Warum nicht? So eine Annäherungsmine, die kann man vielleicht schon ein bisschen verteilen, bevor man überhaupt richtig in den Kampf geht. Die Frage ist, kann ich die wieder aufheben, wenn sie nicht detoniert sind? Logisch wäre es eigentlich, ne? Keine Ahnung, ob man die irgendwie scharf machen muss und dann nicht mehr so leicht entschärfen kann oder sowas, aber ja. Meint ihr, die Entwickler von so Spielen wie The Last of Us wären in der echten Zombie-Apokalypse gute Survival-Leute? Weil die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Und meint ihr, so Bomben wie das, da könnte man wirklich nachbauen? Weil ich weiß, dass die schon teilweise unnötig viel recherchieren, um Sachen ziemlich detailliert und originalgetreu darzustellen. Insofern könnte ich mir das schon vorstellen. Was heißt unnötig viel, aber vielleicht ein bisschen übertrieben viel, finde ich manchmal. Aber gut. Wer weiß. Hat es sich gelohnt? Ja. Gute Ausbeute. Ach so, das Looten. Ja, ja, das auch. Aber ich dachte, die Scheibe anschlagen. Das hat sich nämlich auch gelohnt. Das hat Spaß gemacht. War sehr befriedigend. Tagebuch öfter mal durchlesen. Das stimmt, das vergesse ich immer. Das ist eine gute Idee. Hier klettern wir nachher drüber, aber erst schaue ich mal hier noch ins obere Stockwerk. Langweiliges obere Stockwerk. Aber hier geht's weiter. Aber ich glaube, da hinten ist dann der Zaun, über den ich sowieso klettern wollte, oder? Insofern geht's hier wahrscheinlich einfach weiter jetzt. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie genau. Das machen? Mal sehen. Haben wir keine Karte für das Gebiet mehr? Anscheinend nicht. Ich höre sie. Ich höre Infizierte. Oh, nein, warte mal. Da reden Leute. Ich kriege Hunger. Ja, dann red nicht dauernd übers Essen. Ja. Wo zum Teufel ist das Mädchen? Sie ist hier in der Nähe. Und sie ist wirklich kein Scar? Sie saß auf einem Pferd. Nein, kein Scar. Na, dann werden die Scars sie wohl töten. Aha, habt ihr das gehört?
Skars. Anscheinend gibt es irgendwie eine verfeindete Fraktion. Und die haben mich für Skars gehalten, weil die Skars anscheinend reiten. Und das war das Missverständnis. Deswegen der Angriff am Anfang. Der ohne Vorwarnung. Weil sie uns für sogenannte Skars gehalten haben. Durch das Pferd. Es war also alles nur ein harmloses Missverständnis. Echt doof. Aber was soll ich jetzt machen? Oh oh. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich bin unsichtbar. Videospiellogik ist manchmal echt witzig, oder? Die sehen mich noch, wie ich sie töte, und dann springe ich aber in 20 cm hohes Gras und dann sagen sie, oh, sie ist verschwunden! Wie kann das sein? Wir haben es hier mit etwas Nichtmenschlichem zu tun. Boah, wenn ich jetzt super perfide und gemein gewesen wäre, hätte ich jetzt diese Sprengladung an... Also ich habe auch nicht genug Zeit gehabt, aber stellt euch das vor, an ihrer Leiche dann die Sprengladung platzieren und dann... Oh, ist das mies. Oh oh. Da ist anscheinend noch jemand. Wo denn? Wo schießt denn da noch wer? Ich bin fast tot. Ich weiß leider nicht, wo der ist. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, lieber NPC. Noch bin ich nur echt angeschlagen. Aber jetzt bin ich wieder fit. Ah, da ist er. Okay. Welche übrig? Glaub nicht. Gut. Shit. Nee. Erkennst du einen von denen? Nein. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Moos? Hoffentlich nicht. Kann ich das Kostüm anziehen? Das Dracula-Kostüm? Das wäre cool. Schade. Ich hätte gehofft, ich kann die aus dem Regal boxen. Wäre lustig gewesen. Hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Sie ist ein Sonnenschein. Ein paar von den Sachen sehen lustig aus. Nö, sie sehen alle scheiße aus. Du laberst scheiße. Du bist scheiße. Aber ist natürlich schon noch ein bisschen witzig wegen eben dem DLC aus dem ersten Teil, ne? Das erinnert, das ist ja, da ist sie mit ihrer Freundin doch in dieser Mall und sie setzen sich dann Monstermasken auf und haben irgendwie Spaß. Und dann eskaliert die ganze Situation. Vielleicht auch deswegen hat sie nicht so viel Bock auf so Halloween-Zeugs. Schlechte Erinnerungen. Verdammt, hab ich keine Orientierung hier gerade. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wo wir schon waren. Hier haben wir alle umgebracht, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, gut. Wo wir noch nicht waren, wo wir hin müssen. Warum habe ich keine Karte? Mensch, das wäre echt gut. Das stimmt. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ne? Ich meine, die Situation ist jetzt schon eskaliert. Alle bedrohen sich mit Waffen und so weiter. Die schießen sofort auf mich, wenn sie mich sehen, klar. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die mich für eine Ska gehalten haben und das im Endeffekt alles ein Missverständnis war, habe ich mir gedacht, könnte man doch Zettel hinterlassen. Man könnte doch überall Zettel aufschreiben, von wegen so, hey, hier, guck mal, ich bin die und die. War ein Missverständnis. Lasst uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen, reden. Waffen niederlegen, damit man, ne, vorbereitet ist. Man könnte sich dann über weite Entfernungen vielleicht mal zurufen oder so. Ich weiß ja nicht. Ist ja nur Vorschläge. Aber ich vergesse immer, dass wir hier sind, um alle umzubringen. Das ist deswegen sind wir hier. Das macht es ein bisschen schwierig und sinnlos, drüber zu reden. Insofern, naja. Wow, das ist mal ein Upgrade. 40 Schaden um 25% Genauigkeit. Einfach so. Sehr cool. Oh oh, oh oh. Ja, ich versuche gerade von der Werkbank wegzukommen. Das geht nicht so schnell. Fry. Das ist Philip J. Fry, der da redet. Ich muss ihn jetzt leider töten, den guten Fry. Ups. Shit. Ich lege ein Wort für dich ein. Vielen Dank. Aber darf ich dir einen Rat geben? Klar. Bring sie zum Reden und dann lass es gut sein. Verlier nicht die Kontrolle. Das kommt auf den Skalen. Hab ich recht? Da, hinter dir. Ich hab was gesagt. Das sind sie! Oh. Gleich hier drüben! Oh. Das ist ja eine blöde Situation. Nicht entkommen lassen! Au! Die sind ja überall. Sie hat keine Munition! Das stimmt leider. Da hat sie mich wohl erwischt. Mensch, jetzt kommen die, während ich an der Werkbank sitze. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das ist ja unangenehm. Rob, weiter! Gut. Oh, wo kommst denn du? Die? Oh, wahrscheinlich von der Tür hier. Aha, shit. Kommt schon! Das gibt's ja nicht. Ich sollte meinen Gehörmodus öfter benutzen. Der würde helfen. Der hilft. Oh, come on, Spiel. Ja, wirklich jetzt. Holy shit. Okay. Wie war das? Genau so. Hinter dir. Hey, komm näher. Verdammt, zieh mich an. Jetzt soll ich sie schlagen, oder wie? Ich dachte, wir reden jetzt vielleicht. Verdammt, Ellie. Ja, aber wirklich, Ellie. Siehst du noch mehr? Viele haben die hinterhergeschickt. Ah, die Taschenlampe hatte ich an. Du hast recht, das war doof. Wäre ich wahrscheinlich ein bisschen stealthiger gewesen. Ah ja, jetzt kann ich testen, ob ich die Bombe jetzt wieder einsammeln kann. Die ist ja scheinbar nicht explodiert. Ah ja, cool. Na, dann kann ich die ja quasi vorkämpfen, einfach mal ein bisschen verteilen. In Türrahmen und so Sachen. Zachen. Gut, die Schrotflinte mag ich schon am liebsten. Die abzugraden macht, glaube ich, Sinn. Munitionskapazität. Bitteschön. So, da war nur ein bisschen viel Dreck drin jetzt. Achso, nee, da hat er wirklich was Längeres dran gebaut irgendwie, ne? Interessant, interessant.
Weniger Rückstoß, mehr Stabilität, Feuerrate. Brauche ich wirklich mehr Feuerrate? Schneller schießen mit der Schrotflinte? Vielleicht, ja. Aber weniger Rückstoß ist, glaube ich, auch eine gute Idee, um mehr Stabilität.